Eine Leichtigkeit, die ich mittlerweile auf ihre wiederholt geäußerte Gewissheit zurückführe, dass ihre Eltern in sie vernarrt waren, sie der älteren Schwester vorzogen, verheiratet, arbeitslos, Mutter von zwei Kindern, neben der sie wie ein kleines Genie gewirkt haben muss. Außerdem auf ihre soziale Stellung, die ich, ohne sie zu kennen, über meiner verortete, anhand gewisser Details. Ein Vater, der als Industriezeichner im Büro arbeitet, eine Mutter, die Hausfrau ist, Urlaub an der Côte d'Azur, Klassik-Schallplatten. Vielleicht war es die Sorglosigkeit eines von den Eltern vergötterten Kindes aus kleinbürgerlichem Milieu, die sie dazu brachte, mir erst auf die Fachschule zu folgen und die Ausbildung dann nach ein paar Monaten abzubrechen, ohne sich große Gedanken zu machen. Wir verbringen unsere gesamte Freizeit miteinander. Sobald unsere gnädigen Frauen, so nennen wir unsere Arbeitgeberinnen ironisch, unterwegs sind, stürzen wir uns auf das Telefon, dessen private Benutzung zu Hause für uns beide eine große Entdeckung ist. Ich sehe uns, die Große und die Kleine, ein ungleiches Paar, Pat und Patachon, am Tallyho-Corner in der Innenstadt von Finchley, im Woolworths, in einer Milkbar oder bei der Erkundigung der umliegenden Viertel, Barnet, Highgate, Hendon, Golders Green, sehe uns vielleicht befahrene Straßen entlanglaufen, fast die einzigen Fußgängerinnen, überzeugt, dass wir auf den kilometerlangen Märschen die Kilos verlieren werden, die wir bei allem, was wir essen, zugelegt haben. Lemon Cat, Shortbreads, Trüffel, Smarties, Milky Ways, Caramac und Dairy Milk Riegel, schneeweißes Eis zwischen zwei Waffeln aus dem Automaten für 4 Pence. Die Süßigkeiten sind neu und aufregend. Wir haben Lust auf alles. Ich stecke R mit meiner Gier an. Das Mädchen vom London hat in R die perfekte Partnerin gefunden für ihr Hin und Her zwischen Bulimie und Fasten. Wir reden stundenlang vor einem Tee oder einer Bovril, dem englischen Pendant zu Viandot-Brühe, im Coffeehouse am Tallyho, betrieben von einer grauhaarigen Frau mit Brille, die pausenlos Tassen spült und abtrocknet. Der gemeinsame Erfahrungshorizont, Abiturklasse und Fachschule, nährt unsere Gespräche. Einträgig und vergnügt finden wir immer etwas, das zu kritisieren ist. Wir ziehen Vergleiche und lästern über die Art der Engländer, darüber, wie sie leben, wie sie sind. Wir reden ganz offen, sicher, dass man uns nicht versteht, wenn wir die Leute als Idiot oder Tussi bezeichnen. Wir sind auf fremdem Boden, schweben in einer französischen Blase inmitten einer Gesellschaft, deren Regeln, ob lächerlich oder nicht, für uns nicht gelten. Nur für R bin ich Annie. Die übrige Zeit macht die englische Sprache der Portners meinen Vornamen zu Annie, dem Infinitpronomen, das irgendetwas oder irgendwer bedeutet. Wir sind ungeheuer froh über den Bruch mit der unmittelbaren Vergangenheit, der Fachschule, über die wir nach Kräften herziehen, und denken nicht an die nobulöse Zukunft, die erst im Oktober mit dem Eintritt in die Universität beginnen wird. Ich sehe uns in einer leeren Freiheit. Später würde ich an diese Monate in England zurückdenken als an den Sonntag des Lebens, der alles gleich macht und alle Schlechtigkeit entfernt, wie Hegel sagt. Der englische Sonntag im Jahre 1960, leer und untätig. Innerhalb unseres Horizonts gab es keinen Flirt, keine Liebe. Das Thema scheint er nicht weiter zu beschäftigen, obwohl sie es genießt, die Blicke der Männer auf sich zu ziehen und mit einem Ausdruck naiver Verwirrung antwortet. Ihre Erfahrungen beschränken sich anscheinend auf ein paar Küsse am Strand im Sommer zuvor.
Das Mädchen von London fühlt sich neben R in ihren Augen noch ein Kind, alt und als Frau. Vielleicht erzählt sie R wegen dieser angenommenen Unschuld. Für mich war es unvorstellbar, dass sie auch nur masturbiert, nicht, dass sie bereits einen Geliebten gehabt hat, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Ich glaube nicht, darunter gelitten zu haben, dass es in unserer Freundschaft dieses Tabu gab. Im Gegenteil, es passte zu meinem Bedürfnis, H und die Kolonie zu vergessen, dazu, dass ich mich seit meiner Begegnung mit Beauvoir und der Philosophie dafür schämte, ein Sexobjekt gewesen zu sein. Wir überbieten uns gegenseitig in Demolieren von Liebe und Leidenschaft, totale Entfremdung, lächerliche Illusion. Brief an Mary Claude. Wir amüsieren uns prächtig ohne Männer. Der Anfang meines Textes kommt mir weit weg vor. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem Leben und dem Schreiben. Ich fühle mich genauso weit weg von der Erzählung der ersten Nacht mit H, wie die Wirklichkeit dieser Nacht für mich in Finchley angefühlt haben muss. Auch die Zeiträume sind, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht so unterschiedlich. Vor 13 Monaten schrieb ich den letzten Absatz für die Nacht im August 1958 zu Ende. Und als ich in Finchley war, lag diese Nacht ungefähr 20 Monate zurück. Der eine und der andere Zeitraum sind gleichermaßen gelebt wie imaginär. Überzeugt sein, dass wir beide dasselbe wollen, aber nicht mehr erinnern, unter Umständen exakter Ort, Tag, Objekt der Begierde, wie die Tat von der Fachschule wiederholten. Wahrscheinlich in dem Supermarkt mit Selbstbedienung, der uns faszinierte, weil es so etwas in Frankreich fast nicht gab. Dass wir diesmal im Einzelhandel vorgingen, dass wir uns dem Risiko aussetzten, erwischt zu werden, musste uns einen Kick verschaffen. Verstärkt noch davon, dass wir unseren Coup anschließend, wie später noch viele Male, in einer Bar oder einem Park Revue passieren ließen, wo wir unsere Beute hervorholten, begutachteten und uns vor Lachen krümmten. Anfangs beschränkte sich unser Tätigkeitsfeld auf Süßigkeiten, vor allem auf Kosten eines älteren Ehepaares namens Rabbit King, Inhaber eines Tobacconist, wo sich das Regal mit den Schokoriegeln und Smarties-Rollen genau auf Höhe meiner blau-weißen Handtasche befand, der aus der Kolonie, in der ich alles verschwinden ließ. Es weitete sich schnell auf Kleinkram in den Regalen von Woolworth aus, Lippenstift, Nagelsets, Nähzeug. Auch wenn man mit dem Mindestlohn für Au-pair-Mädchen, 1,5 Pfund pro Woche, keine großen Sprünge machen konnte, trotzdem würde ich mir während meines Aufenthaltes 2 Kleider kaufen, sowie ein paar Geschenke für meine Eltern und eine schicke Wedgwood-Schale als Abschiedsgeschenk für die Portners. Trieb uns weder die Geldnot an, noch der Wunsch, all diese Dinge zu besitzen, sondern das Spiel, das Abenteuer. Gleich nach dem Betreten des Kaufhauses beginnt sie mit dem Auskundschaften und der Wahl des Aktionsradios. Das heißt, dann heißt es Schauspielern, sich natürlich geben und gleichzeitig unauffällig den Blick schweifen lassen. Unsere ganze Aufmerksamkeit, Empfindungsgabe und Menschenkenntnis richtet sich auf einziges Ziel, sich dem begehrten Objekt nähern, es in die Hand nehmen, zurücklegen, sich entfernen, wiederkommen, eine Choreografie folgend, die wir uns spontan ausdenken. Diebstahl ist eine Sache des Körpers, der zu einem Radar wird, zu einer Fotoplatte, empfindlich für die Umgebung. Im Moment der Tat, wenn die Hand das Ding in die Hosen- oder Handtasche verschwinden lässt, hat man ein geschärftes Bewusstsein von sich selbst, von der Gefahr, in dieser Sekunde man selbst zu sein. Und der Moment dauert an, bis man betont lässig zum Ausgang geht mit diesem Ding, das einem am Körper brennt.
Nichts kann draußen nach 50 Metern Sicherheitsabstand das euphorische Gefühl übertreffen, die Angst überwunden, eine persönliche Heldentat vollbracht zu haben, deren Beweis, Trophäe man in der Tasche oder direkt am Körper trägt, wie die Bikinis von Selfridges, unsere beste Ausbeute in diesem Monat, die wir über die Unterwäsche gezogen hatten, worüber wir uns am Rückweg in der Bahn wahnsinnig amüsierten. Um den Mut zu beschreiben, den man braucht, um zur Tat zu schreiten, sagen wir, man darf keinen Schiss haben. Und wer keinen Schiss hat, kann stolz sein und hat gewonnen. Sieht Annie Duchesne in diesem Moment, in dem sie in ein Rebbitz Süßigkeiten klaut, in den beiden arglosen Ladenbesitzern, die sie zusammen mit R. fröhlich hintergeht, ihre Eltern? Empfindet sie so etwas wie Schuldgefühle? Ich glaube nicht, auch wenn das blasse, strenge Gesicht der alten Frau heute immer wieder mit dem meiner Mutter kurz vor ihrem Tod verschwimmt. Das Mädchen von London lebt in einer moralischen Amnesie, in der sich das, was man anderen antut, dem moralischen Urteil entzieht. Wir, die wir keinem anderen Menschen auch nur einen Penny gestohlen oder auf der Straße gefundene Portemonnaies voller Geldscheine sofort zur Polizei gebracht hätten, hielten uns nicht für kriminell, nur für unerschrockener als andere ohne Vorurteile. Unter der Handvoll Gedichte, die ich ein Jahr später geschrieben habe, habe ich dieses wiedergefunden, das wie folgt beginnt. Auf dem Tottenham Court Road, im alles beherrschenden Spiegel schimmert Angst auf meinem Gesicht. Das Teehouse trieb auf den Abend zu. Eine andere Welt, grau und kalt wie die Ewigkeit. Ich erinnere mich, dass ich es später Freundinnen an der Uni zu lesen gab, wahrscheinlich sehr stolz darauf, ein reales, unaussprechliches Ereignis durch eine Kaskade aus Metaphern in einen mysteriösen, immateriellen Stoff verwandelt zu haben. Aber vielleicht ist es in diesem Gedicht zu verdanken, dass das Bild, auf dem diese Zeilen beruhten, die Zeit unbeschadet überstanden hat. Ein Mädchen, das allein in einem Teehaus sitzt, um sie herum Spiegel, in denen sie sich sieht. Vorhin, am Ausgang des Kaufhauses in der Oxford Street, hat sich eine Hand auf einen Arm gelegt. Meiner war es nicht. Eine kleine Frau mit schwarzem Haar in blauem Hosenanzug, auffallend hässlich, eine Nase wie ein Pfahl im Gesicht, zwingt R., ihr zurück in das Geschäft zu folgen und verbot mir streng, mitzukommen. Eine Detektivin. Ich hatte in der Accessoires-Abteilung im Erdgeschoss, die wir gemeinsam ausgesucht hatten, nichts mitgehen lassen können. Ich hatte mich seltsam gefühlt, gehemmt. Mehrmals hatte ich zu R., die sich sorglos bediente, gesagt, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe Schiss, aus Ärger, es ihr nicht gleich tun zu können. Empfinde das Mädchen in der braunen Wildlederjacke, das in diesem Teehaus von Tottenham, wo ich auf R. warte, wie ich wahrscheinlich versprochen habe, allein an einem Tisch sitzen und zur Tür starren sehe, durch die irgendwann R.'s Großmutter und die Arbeitgeberin kommt, benachrichtigt von der Polizei. Etwas anderes als Erschrecken. Es war doch kein Spiel. Und Erleichterung, dass das Schicksal sie wie durch ein Wunder verschont hat. Heute erkläre ich dieses Wunder mit meiner besonderen Empfänglichkeit für die Anwesenheit und den Blick anderer. Unmöglich jedoch, nicht davon auszugehen, dass sie von einer Gewissheit erfüllt ist, dass ihr Leben komplett gescheitert ist, aber ich weiß nicht, ob sie die Ursache, wie ich es später getan habe, in der Kolonie verortet. R. wehrt sich, stritt selbstbewusst alles ab, obwohl man in ihren Taschen ein paar Handschuhe und andere Dinge gefunden hat. Ihre englische Gastfamilie bewahrt sie davor, die Nacht im Gefängnis zu verbringen, nachdem sie eine Kaution von 20 Pfund hinterlegte.
Schon eine Woche später stand sie vor Gericht und ich schwor auf die Bibel, dass sie unschuldig war. Ich musste Fortschritte im Englischen gemacht haben und empfand dabei dieselbe Entschlossenheit wie in einer Prüfung. Die Portners fanden mich marvelous. Ers Anwalt beendete sein Plädoyer mit der Bitte an das Gericht, sich die Angeklagte anzuschauen. War sie nicht der Inbegriff von Unschuld? Er zeigte auf ihr rundes Gesicht das Haar, das sie wie Jean Seberg geschnitten trug, wegen des Films Bonjour Tristesse, den wir uns kurz vorher angesehen hatten, und verbreitete damit die Gewissheit, dass das hässliche und bösartige Gesicht der Kaufhausdetektivin die Falschheit ihrer Anschuldigungen bewies. Er wurde freigesprochen. Unsere Eskapaden, deren Ausgang alles in allem glorreich war, hatte 2,5 Monate gedauert. Die Verwarnung einer Gesellschaft, die in unseren Augen keinerlei juristische Substanz hatte und auf ihre sichtbaren Elemente reduziert war, brachte die spielerische Blase, in der wir lebten, zum Platzen. Indem es er vor Gericht stellte und mich einen Eid schwören ließ, nahm sich England unserer an und machte uns bewusst, was wir getan hatten. Der Sieg über das Gesetz erleichterte das Vergessen. Er brachte die Sache auf den Punkt, indem sie das Geschehen mit dem verglich, was im Jahre 1960 das Schlimmste für ein junges Mädchen war. Immer noch besser, als schwanger geworden zu sein. Ich glaube, wir haben schnell aufgehört, darüber zu sprechen. Ein gemeinsames Geheimnis, für das wir uns schämten. Das letzte reale Bild, das ich von R habe, ist das einer freudlosen jungen Frau in gelbem Sommerkleid und blauer Strickjacke, die sich an einem Augustmorgen Ende 1971 mit ihrem Ehemann und ihrer kleinen Tochter im Kurpark von Saint-Honoré-les-Bains von mir entfernt auf dem Parkplatz in einem Citroën DS steigt und wegfährt. Ich weiß nicht, was er hier geworden ist. Diese Ungewissheit und die lange Zeit, die vergangen ist, nehme ich als Erlaubnis, von den Ereignissen, an denen sie beteiligt war, zu erzählen. Als würde diejenige, die von mehr als einem halben Jahrhundert aus meinem Leben verschwunden ist, nirgendwo sonst existieren, oder als würde ich ihr jede Existenz außerhalb derer verweigern, die sie mit mir zusammen gehabt hat. Als ich über sie zu schreiben begann, trickste ich mich unbewusst selbst aus, indem ich die Frage, ob ich sie bloßstellen darf, offen ließ. Gewissermaßen habe ich meine Skrupel bis jetzt, bis zu dem Punkt, da ich weiß, dass ich die Seiten, die ich schon über sie geschrieben habe, nicht mehr weglassen, opfern kann, beiseite geschoben. Dasselbe gilt auch für das, was ich über mich geschrieben habe. Darin besteht der Unterschied zu einer fiktiven Geschichte. Man kann die Realität nicht arrangieren. Das, was wirklich passiert ist und im Archiv eines Londoner Gerichts liegt, zusammen mit unseren Namen, ihrem als Angeklagte, meinem als Zeugin. Welcher Strom aus Gedanken, aus Erinnerungen, welche subjektive Wirklichkeit kann ich dem Mädchen auf dem einzigen Foto als Au-pair in England zuschreiben, das er im Freibad von Finchley aufgenommen hat, einem schlecht komponierten Schwarz-Weiß-Bild, 5x5 cm, auf dem er mich weit weg auf Steinplatten sitzen sieht, mit einem Feld und Bäumen im Hintergrund. Was, wenn nicht alles, was mir heute der Anfang dessen zu sein scheint, wozu ich später werden würde, geworden zu sein glaube? Das hochgesteckte blonde Haar, aufgetürmt à la Brigitte Bardot, der Bikini, der blaue von Selfridges, die Sonnenbrille, die einstudierte Pose, ein Arm auf der Steinplatte gestützt, den anderen entspannt auf den angewinkelten Beinen ruhend, eine Pose, die ihre schlanke Taille und die offensichtlich falschen Brüste betont, ein Resultat des wattierten BH für den optimalen Halt. Ich sehe ein Mädchen, das mich an ein Pin-up-Girl erinnert.